meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 19 auf der Karte Ravenport. Wir müssten bei Folge 22 angekommen sein heute und fahren mit unserem Anhänger voll Dünger gerade wieder auf den Hof zurück, den wir dann gleich in unser Lager schmeißen. Dann können wir eigentlich einen Frontlader wegbringen, dann hole ich nochmal einen Anhänger voll Saatgut und anschließend können wir nochmal Kalkholen fahren, würde ich behaupten. Das, denke ich, wird jetzt unser Anliegen für diese Folge. Saatgut holen wird es gleich ziemlich schnell gehen, weil wir ja nicht mehr mit den Paletten rumspielen, wie wir es eben noch getan haben. So. Also mit den realistischen Füllgewichten macht sich auf jeden Fall bei den 12.000 Liter und so einem kleinen Traktor davor eigentlich schon relativ gut bemerkbar. Also da geht schon ganz ordentlich was. Gerade was Bremsweg angeht, da merkt man das extremst. Eigentlich könnten wir gleich beide mitnehmen, dann holen wir schon mal eine Ladung Kalk. Wenn wir da vorbeifahren, schon mal, also können wir schon mal gleich mitnehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Sparen wir uns eventuell einen Weg. Stellen wir den mal eben hier ab. Nehmen uns den großen mit. Wobei, ich weiß nicht mehr, hier gehen 21.000 Liter, glaube ich, rein. Ja, ein bisschen mehr wie in dem kleinen. Hätten wir uns, wobei der war aber auch teurer. Haben wir 12.000 für den kleinen da ausgegeben. Und der hier kostet aber, glaube ich, nochmal eine Stange mehr Geld. Hey, wo will er denn hin? Jetzt müssten wir da ankommen, wo ich hinkommen will. Da ist er. Wunderbar. Wir hängen aber nichtsdestotrotz beide eben einmal ab. Damit wir den Frontlader hier hinstellen können. Ja, Palettengabel am besten erstmal hier oben drauf. Ich hoffe, wir kriegen sie halbwegs ordentlich hier abgelegt. Ja, das ist okay. Und leider hier zu. Perfekt. Ja, dann holen wir noch jetzt eine Packung Saatgut, den kleinen Anhänger voll. Ich hoffe, dass der kleine Fendt das auch schafft, gleich mit über 30.000 Liter hier durchzufahren. Wobei wir den größten Weg natürlich mit weniger Gewicht fahren. Es sei denn, ja, oder auch nicht, die Kalkstation ist da unten am Hafen. Dann fahren wir den größten Teil halt damit. Ist ja nicht so wild. Dann holen wir uns jetzt auch, machen wir den großen erst voll mit Kalk. Dann haben wir gleich auch nicht das Problem, dass sich die Paletten eventuell auf beide Anhänger verteilen möchten. Ja, das sieht aus. Wenigstens sind sie von der Höhe beide gleich groß. Der eine ist nur ein bisschen kürzer. Und schon fängt das Bauersleben hier vernünftig an, gleich mit zwei Anhängern durch Ravenport braten. Wir haben noch nicht irgendwas geerntet, aber schon zwei Kipper. Ich würde auch nicht sagen, dass das Geld jetzt rausgeschmissen war. Wir werden ihn wahrscheinlich sowieso auf kurz oder lang benötigen.
Von daher, da sind die 12.000 Liter Ladevolumen jetzt nicht ultra. Aber eventuell hilft es ja uns ja schon auch direkt bei der Ernte, dass wir vielleicht jedes Feld schon direkt in die beiden Kipper reinbekommen, ohne dass wir einmal zwischendurch zum Lager müssen. Das wäre natürlich auch super klasse. Uiuiui. Er hat jetzt schon zu kämpfen. Wir fahren noch leer bergauf. Das wird bestimmt gleich interessant. Eieiei, und natürlich knallt der Zug hier gerade in dem Moment durch. Wenn er wenigstens vielleicht zwischendurch mal hupen würde oder so. Gerade an solchen Stellen wäre das hier nicht schlecht. Ja, da rieselt uns gleich das Geld wieder aus dem Portemonnaie. Da vorne ein Stück zurück. Wir wollen nicht am Auto hängen bleiben. Halt. Ja, schön in den Anhänger rein. Das passt. Und fürs nächste Mal weiß ich, wir fahren nicht hier hinten rum. Wir fahren direkt hier vorne lang. Also den Weg hier. Den kann man nämlich gleich wieder durchziehen. Jetzt muss ich hier gucken, dass wir uns nicht verhakeln. Entweder rückwärts, was komisch wird, oder ja, vorwärts, was auch komisch wird. Okay. Ah, gut, Kalk ist Gott sei Dank nicht so extrem teuer. Aber da holen wir auf jeden Fall nochmal eine komplette Zugladung. Und dann haben wir da, glaube ich, auch mal ein bisschen was auf Vorrat, weil bis wenn wir den Streuer einmal voll gemacht haben, ist so eine Ladung auch mal ganz schnell wieder leer hier. Okay, das hat ja doch geklappt. Holper die Polter und können direkt raus. Und es ist schwer. Braucht jetzt schon ein bisschen, bis er loszieht. Das habe ich tatsächlich auch ein bisschen vermisst, das ist mit den realistischen Füllgewichten. Klar verliert man viel Zeit dadurch, weil es eine Spielerei ist. Aber ich mag das einfach. Wenn man nicht mit jedem Gewicht einfach loszieht, die Berge rauf, runter, wie man lustig ist. Das ist doch so schon etwas interessanter. Und ich denke, dass wir dann wohl auch gleich für den zweiten Weg den John Deere nehmen werden. Der hat ja mal ein bisschen mehr Leistung, mit dem dürfen wir etwas schneller unterwegs sein. Und mal gucken, wie der sich hier hochquält. Von hier aus, jetzt hätte der Reifen eine Macke. Kann man hier auch gleich reinfahren. Okay. Stopp. Und 12 Paletten Saatgut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Das war auch wieder überhaupt nicht schlau. Guck mal, wie viel wir hier aufladen können. Und da müssen wir da gleich nochmal rückwärts raus. Ich kann ja wohl schlechter den Bordstein runterpoltern. Ah, der geht schon nicht mehr. Mach mal kurz einen Knoten in die Anhänger rein. Gar kein Problem.
Geht doch viel schneller so als mit den Paletten, die aufzuladen und so weiter und so fort. Und ärgert eigentlich so. Bin mal gespannt, ob er auch noch fährt. Also, er wird fahren, aber wie schnell ist die Frage? Wie lange brauchen wir jetzt, bis wir zu Hause sind? Dann noch eine Ladung Kalkholen. Dann haben wir die Versorgungsfahrten ja schneller geschafft, als es ursprünglich geplant war. Ich hätte damit gerechnet, dass wir Kalk nächste Folge erst holen. Beziehungsweise eigentlich schon diese Folge hatte ich in der letzten Folge gedacht. Nachdem wir uns aber mit den Paletten so lange rumgequält haben, dachte ich schon, ah nee, das wird noch ein bisschen länger dauern mit dem Kalk. Machen wir vielleicht auch erst, nachdem wir die ersten Felder geerntet haben. Aber dann haben wir das jetzt hier schon geschafft. Ja, noch kommen wir gut voran. Ich hoffe, da vorne an der Brücke springen wir nicht gleich wieder irgendwie aus der Bahn. Das hatte ich ganz am Anfang schon, wo ich da mal hochgefahren bin. Dass da irgendwas war, was uns aus der Bahn geworfen hat. Jetzt in der letzten Folge wieder. Und ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Ein bisschen Rundumleuchten anmachen. Ich fahre mit zwei Anhängern. Ja, passt. Der war noch fast gegengefahren. Ui, 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 ui. Da wollen wir nicht hin. Fahren wir ein bisschen an der Seite, dann kann der Verkehr überholen. Und wir bleiben gleich stehen, habe ich das Gefühl. Mit 6 km/h ziehen wir hier hoch. Also sollten wir auf jeden Fall gleich mit dem John Deere fahren. Das ist doch tatsächlich schon brutal. Wenn sich jetzt wenigstens der Sound vom Motor noch ein bisschen verändern würde. Alter, das schiebt. Uiuiuiuiui. Da stand ich schon voll auf der Bremse und ist nicht wirklich was passiert. Und das Tolle ist ja, man kann jetzt beide Anhänger gleichzeitig abkippen. Na gut, dann wird das Kalkholen doch nächste Folge erst was. Das ist Wahnsinn. Eine Viertelstunde. Obwohl, nee, wir haben ja auch die Anhänger zusammengekoppelt und so weiter. Ich wollte gerade sagen, eine Viertelstunde, um da runterzufahren, Kalk zu holen, Saatgut zu holen und hier wieder hochzufahren. Ist schon brutal. Nee, aber wir haben ja auch noch den Anhänger einmal leer gemacht und die auch noch zusammengekoppelt. Das entschuldigt das jetzt doch nochmal. Hält an. So, den abkippen. Warum kippt er den anderen nicht ab? Der steht nicht im Bereich oder was?
Abkippseite hinten erst, okay. Macht er nicht. Die 19. Abkippseite links. Ah ja, jetzt macht er das. Rechts, links. Links ist gut. Okay, will nicht nach hinten abkippen, weil der andere Anhänger dahinter ist. Verstehe ich sogar. Dann machen wir das aber so, dass beide nach links abkippen. Sehr schön. Schon kann das Fenster auch wieder aus. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Währenddessen verabschiede ich mich schon mal von euch. War mir wieder eine Freude und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, zugeschaut habt. Ja, seid weiter fleißig in den Kommentaren. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ansonsten sage ich reingehauen. Bis morgen.